Ich bin gerade dabei, mich mit Dachflächenfenstern zu beschäftigen. Und zwar, was ich eigentlich will. Ich stelle mal das auf 30 Grad. So, Steuerung 0. Steuerung 0. Na, Steuerung O. Steuerung 0. Und zwar, bei den Dachflächenfenstern von Arikat ist ja das Problem, dass es hier, wo es bei Dachflächenfenstern eigentlich immer einen senkrechten Anteil gibt und dann erst. Also einen rechtwinkeligen Anteil und dann erst einen senkrechten und hier den waagrechten, dass das nicht gut ja, ausprogrammiert ist. Das geht auf die Spitze hin. Das heißt, deshalb es gibt keinen rechtwinkeligen Anteil und bei jedem Dachflächenfenster hast du das aber. Das heißt, du hast den Rahmen, der rumgeht, dann hast du meistens noch eine Stockverlängerung, die ebenfalls rechtwinkelig runtergeht und dann erst kommt der senkrechte und der waagrechte Anteil. Und das habe ich jetzt mal mit drei Wollnischen versucht. Das heißt, das wäre die erste Wollnische, die eben rechtwinkelig reingeht. Dann berechne ich eben über also na, also das ist das waagrechte Abschneiden nach hinten. Das heißt, man gibt dann bei der Wollnische sozusagen den Vektor so an, dass es gerade nach hinten geht. Hier habe ich das eben nicht. Da geht es nur um die Roof Thickness. Und dann habe ich noch das senkrechte Abschneiden, wieder eine Wollnische, die gerade runter geht. Das hier ist noch nicht wirklich gut durchüberlegt, denn wenn ich zu flache, ich zeige das mal ganz kurz, wenn ich da auf diese 5 Grad geht, dann sieht man, was passiert. Dann wird diese Wollnische so schmal, dass hier wieder was entsteht. Das heißt, da müsste ich dann die Wollnische über den Winkel komplett umrechnen, dass sie gerade runtergeht. Das habe ich noch nicht gemacht. Ist aber möglich. So, mein Problem, also mit diesen drei Wollnischen, eine rechtwinkelig, eine waagrecht, eine senkrecht. Mein Problem ist folgendes. Ich stelle das wieder mal auf 30 Grad. Steuerung 0. So. So. Ich habe mir hier so Linien reingemacht, damit ich sehe, wo ich überhaupt mich befinde mit den jeweiligen. Das heißt, das Senkrechte, das ist hier der Anfangspunkt. Dann die Senkrechte, die rechtwinkelige ist hier der Anfangspunkt, die senkrechte ist hier der Anfangspunkt, die waagrechte ist hier der Anfangspunkt. Immer von dieser Linie, weil ja die Wollnische mehr oder weniger sonst oben drauf gesetzt werden würde und sie aber trotzdem von der Unterkante, von der Unterseite des Daches, von dieser Fläche weggerechnet werden muss. Mein Problem ist jetzt folgendes: Wenn ich jetzt dieses Dach hier auf mehrschichtig stelle, da bin ich einfach nicht drauf gekommen, da habe ich wirklich ein bisschen herumgeprobiert schon. Hier bei der ersten Wollnische macht er mir ganz brav die Oberflächenmaterialien rein. Aber bei den weiteren hier nimmt er offensichtlich irgendwie diese schwarze Schichte und ich komme nicht drauf, wie er auf das kommt. Oder wie ich hier bei der Wollnische angeben kann, eine Farbe angeben kann. Muss ich jetzt wirklich das Ganze innen dann verkleiden anfangen? Oder gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Putzfarbe, was auch immer ich innen habe, Gipskarton, innen hochziehe, ohne dass ich jetzt weitere Geometrien einführen muss? So, sonst, ich meine, ich habe noch keinen Anfasser reingebaut. Wenn ich jetzt hier das Teil selber nehme, also ich kann hier mit dieser Rahmendicke, die habe ich jetzt auf 15,05, wenn ich gehe, dann wird es viel, viel dünner, sieht man hier. Oder Steuerung HTST, 0,3, dann geht es ziemlich weit runter. Das möchte ich dann später mit einem Anfasser machen können. Und die Idee dahinter, dass man dann egal, welche Form man nimmt, nachdem ich eh sowieso in der Wollnische die Möglichkeit habe,
dass mit Get und Put eine beliebige Form übergeben werden kann, die trotzdem das immer richtig aus dem Dach rausschneidet. Das ist die Ideenliefer, das ist sozusagen die Grundlage, die ich gerade hier dafür zu ermitteln versuche, dass ich das einfach einstellen kann mit einem einfachen Anfasser hier irgendwo oder hier. Und dann, egal wie die Dachform ist, es wird immer richtig ausgeschnitten. Das gibt es ja derzeit in den Achikat-Dachflächenfenstern ja noch immer nicht. Und was noch dazu kommt, das Dachflächenfenster hat ja Zugriff auf diese Schichten, so wie ein Fenster auch auf die Schichten der Wand Zugriff hat. Das heißt, ich könnte dann mit der Schichtenliste von innen nach außen dann ordentliche Seitenwände für Gaupen gestalten, die eben die gleiche Wärmedämmdicke haben und so weiter, dass ich hier keine Wärmedämmlecks zusammenbringe, keine Wärmebrücken. Und das Dach sollte dann extra draufgesetzt werden, eben als Dachfläche oder als Schale, sodass die Gaupe mehr oder weniger nur die Konstruktion der Gaupe selbst betrifft, sagen wir es mal so. Das wäre die Grundidee dahinter, was ich da machen will. Und wie gesagt, da brauche ich eben jetzt Hilfe. Wie kommt es, dass diese Schicht hier einfach runtergezogen wird, egal wie es da. Ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht weiß das jemand. Ich werde jetzt dieses Video hochladen und auch diese Datei. Die muss ich noch umbenennen, das stimmt nicht. Diese Datei dann freigeben. Ich nenne es dann Dachgauben. Gut, danke für die Leute, die sich das vielleicht ein wenig genauer anschauen können. Schöne Tage und schöne Grüße aus Salzburg.